Die Faszination der Radiologie. Ein Podcast von Dorina Petersen und Stefan Geisbichler. Ein recht herzliches Willkommen zu unserer Folge im Podcast Die Faszination der Radiologie. Ja, Dorina, wir haben uns ja heute das Thema Ausbildung vorgenommen und im Rahmen der Vorbereitung gesehen, dass das ein ziemlich ausführliches Thema ist, und deswegen haben wir es ja in zwei Teile gesplittet. Das heißt, wir starten heute einmal mit dem Thema Ausbildung in Österreich. Ist ja doch ziemlich unterschiedlich zu Deutschland. Wie siehst denn du das? Ja, also ich freue mich auf diesen Podcast, ich freue mich auf die Interviews. Die Ausbildung ist bei uns beiden ja schon ein Weilchen her, bei dem einen mehr als bei dem anderen. Und von daher, gerade auch in Hinsicht der mangelnden Fachkräfte in unserem Beruf, haben wir uns dazu entschieden, diesen Podcast zu machen, um einen Einblick zu bekommen, wo ist der Unterschied zwischen der Ausbildung in Österreich oder auch in Deutschland. Und wir haben sehr interessante Interviewpartner, die einen Einblick haben. Und ja, ich freue mich drauf. In diesem Podcast wird öfters vom Bologna-Prozess gesprochen. Der Begriff geht auf eine 1999 von 29 europäischen Bildungsminister im italienischen Bologna unterzeichnete politisch-programmatische Erklärung zurück. Da geht es um die Vereinheitlichung von Studiengängen und Abschlüssen sowie auf internationale Mobilität der Studierenden. Das ist die Bezeichnung laut Wikipedia. Unsere erste Interviewpartnerin, unser erster Interviewgast ist Frau Dr. Michaela Knabel. Die Frau Dr. Knabel war Studiengangsleiterin der Fachhochschule in Wiener Neustadt und fast 20 Jahre Präsidentin vom RTA, fast 20 Jahre Präsidentin vom RT Austria, das ist der Berufsfachverband für die Radiologietechnologinnen und Technologen. Liebe Michaela, vielen Dank, dass du heute für uns Zeit hast. Meine Frage an dich: Was war denn eigentlich der Grund, dass man 2005, 2006 aus den Akademien Fachhochschulen gemacht hat? Was war da der Hintergrund? Also der Hintergrund war, dass der postsekundäre Bildungsraum, also der Bildungsraum nach der Matura in Österreich quasi aufgelöst wurde. Man hatte in dieser Zeit ab 2002 ja schon die Bologna-Kriterien in Österreich auch umzusetzen gehabt, und die Akademieform hat nicht in dieses Schema der Bologna-Kriterien hineingepasst, weil es war zwar laut Gesetz eine hochschulähnliche Ausbildungsform. Wir konnten auch an sogenannten Erasmus-Projekten in Europa teilnehmen. Das war für die Studienrichtungen ein Projektform. Aber wir waren nicht echt tertiär, sodass unsere Diplome wurden im tertiären Bildungssektor nicht anerkannt. Und dieser postsekundäre Bildungsraum, zu dem wir seit 1961 ja schon gehört haben, hat sich in Österreich aufgelöst. Und da wurde eben versucht, die MTD-Ausbildungen, so auch die Radiologietechnologie, die ist ja im MTD-Gesetz, medizinisch-technischen Berufegesetz, enthalten, in den echten tertiären Hochschulbereich überzuführen. Okay, gut. Okay, das haben wir jetzt umgeführt, und das hätte ja, oder das kommt ja aus dem Bologna-Prozess, und das ist ja eigentlich eine Sache, die europaweit umgesetzt werden soll, ne? Genau. Das heißt, es gab ein Vertragsverhältnis zwischen den europäischen Staaten, sich dieser Kriterien zu unterwerfen. Und da wurde eben europaweit umgestellt von einem tertiären Bildungsbereich, der
in den 50er Jahren noch mit dem Doktorat geendet hat, dann umgestellt wurde in ein zweistufiges System, nämlich Magister- oder Diplom-Ingenieur und Doktorat. Und 2002 wurde es dann eben umgestellt in ein dreistufiges akademisches System, Bachelor, Master, PhD oder Doktorat, je nachdem, wie man das nennt. Ja. Aber diese dreistufige Form wurde dann in Österreich auch für unsere medizinisch-technischen Berufe und die Hebammen umgesetzt. Okay. Und gab es da irgendeinen Zeitrahmen, in dem man diesen Bologna-Prozess in Europa umsetzen sollte, musste? Bis 2010. Wo liegt jetzt für unsere Berufsgruppe der Vorteil, der Benefit durch diese mehrstufige Ausbildungsmöglichkeit? Man muss das schon auch sehen, es gab einen sogenannten Paradigmenwechsel zwischen der Akademieform, die noch sehr verschult war, auch vom Stundenzählen und dergleichen für diverse, das heißt, da ging es rein um anwesend sein und zuhören, ja, und eben Praktika machen. Und dann eben ins Bachelor-System, wo es entdecktes hochschulisches Lernen dann daraus geworden ist. Das heißt, da ging es sehr viel um Kompetenzaneignung, sehr viel um diverse, sozusagen auch das Suchen lernen nach Informationen und Defizite selbst erkennen. Das war sozusagen auch ein Paradigmenwechsel auch beim Lehrpersonal, das man gesehen hat. Und das, was uns schon weitergebracht hat, war, dass diese Studiengänge dann zum Beispiel im Master-Level dann gegeben hat, wo unsere Ausbildung, also unser Bachelorstudium voll anerkannt war und wir somit weiter studieren konnten. Im postsekundären Bildungsraum galt das Diplom als Abschluss und das war's, da gab es kein ich kann weiter studieren, weil es universitär nicht anerkannt war. Das heißt, die Maturanten, die eine Ausbildung in der Akademieform gemacht hatten, mussten immer wieder bei Null anfangen, wieder quasi als Maturant bei irgendeinem universitären Studium. Und unser Ziel war, die Leute im Beruf zu halten. Und nur wenn du dich im Beruf auch weiterentwickeln kannst, nicht alle wollen das, aber viele wollen es doch, die können das sozusagen sich je nach Studienrichtung, wo sie dann andocken wollen, sehr wohl als entweder 1:1 oder mit Auflagen anerkennen lassen und somit gleich weiter studieren. Also zusammenfassend jetzt einmal gesagt, es war nicht nur eine gesetzliche Notwendigkeit, die umgesetzt wurde im Rahmen der EU, sondern es war auch eine ganz klare Weiterentwicklung für unseren Beruf. Richtig, genau. Ja. Also das ist wirklich der Benefit gewesen, der auch jetzt nach wie vor noch sichtbar ist. Viele Studiengangsleiter müssen mittlerweile entweder mindestens ein Masterstudium im Hintergrund haben, idealerweise ein Doktorat, aber ein Magisterium oder Diplom-Ingenieurstudium in jedem Fall. Ja. Das heißt, auch das Lehrpersonal an den Fachhochschulen ist mittlerweile alle in Richtung Masterlevel unterwegs oder sind schon oder haben sogar das Doktorat. Das heißt, auch in der Ausbildung hat man sich das sehr akademisiert. Und ich muss sagen, für das, dass wir erst seit 2005 die Möglichkeit haben, haben wir in einer rasenden Geschwindigkeit bis 2021, ich habe jetzt gezählt, sicher 10, 13, 14 Doktoranden. Postdoc, ja, also das musst du mal in einem Beruf umsetzen können und das ist nicht schwach, ja, und damit können wir aber auch beweisen, dass wir als Radiologietechnologie eine Wissenschaft mittlerweile geworden sind und das haben wir umsetzen können in der Datenbank für Wissenschaftszweige in Österreich. Sind wir tatsächlich als Radiologietechnologie nominiert und dort in der Gruppe der Gesundheitswissenschaften verortet. Gut, ich glaube, das war recht nützlich einmal der Einstieg für
auch die Kolleginnen in Deutschland einmal zu hören, wie der Prozess in Österreich da stattgefunden hat, warum wir jetzt in diesem Ausbildungsschema sind, was ich ja doch im Prinzip, nein, nicht nur im Prinzip, was sich doch wirklich komplett unterscheidet von der deutschen Ausbildung. Michaela, recht, recht herzlichen Dank. Sie hören die Faszination der Radiologie. Aktuelle Themen und Personen vorgestellt von Dorina Petersen und Stefan Geiswichler. Als nächstes konnten wir die derzeitige Präsidentin von RT Austria, dem Berufsfachverband, Frau Sabine Weißensteiner, für ein Interview gewinnen. Es war uns wichtig, einmal zu hören, wie schaut die Sicht des Berufsfachverbandes aus Ausbildung und auch die Frage, ob wir zukunftsfit sind, wollten wir einmal mit Frau Weißensteiner diskutieren. Sabine, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute für das Interview. Meine Frage jetzt ganz konkret an dich als Präsidentin von RT Austria, dem Berufsfachverband für die Radiologietechnologinnen und Technologen. Wir haben ja jetzt einen doch anderen Ausbildungsstandard als vor 20 Jahren mit der Fachhochschule und auch mit den weiterführenden Studienmöglichkeiten. Ist das jetzt für den Berufsfachverband soweit okay oder gibt es Wünsche für die Zukunft? Müssen wir uns noch irgendwie zukunftsfit machen? Wie ist denn so, wie sind denn so deine Ideen da dazu? Erstmal herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, auch hier einen Beitrag leisten zu können. Natürlich müssen wir als Beruf zukunftsfit bleiben. Die Radiologietechnologie hat sich seit dem Anfang, die Radiologietechnologie hat sich seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts von einem Beruf zu einer Profession entwickelt. Und ein Punkt war natürlich auch der, dass die Ausbildung auf die Fachhochschulen übergeführt worden. Um unseren Beruf auch zukunftsfit zu halten, braucht es auch immer einen Rahmen, in dem wir unseren Beruf ausüben können. Das Berufsbild, das im MTD-Gesetz zu finden ist, stammt bereits aus dem Jahr 1992. Es ist bereits 30 Jahre alt, aber nach wie vor rechtsgültig. Und ich fasse noch einmal zusammen, was genau in diesem Berufsbild drinnen steht. Der radiologisch-technische Dienst umfasst die eigenverantwortliche Ausführung aller radiologisch-technischen Methoden nach ärztlicher Anordnung bei der Anwendung von ionisierenden Strahlen wie diagnostische Radiologie, Strahlentherapie, Nuklearmedizin und andere bildgebende Verfahren wie Ultraschall- und Kernspinresonanztomographie zur Untersuchung und Behandlung von Menschen sowie zur Forschung auf dem Gebiet des Gesundheitswesens. Weiters umfasst der radiologisch-technische Dienst die Anwendung von Kontrastmitteln und Radiopharmazeutika nach ärztlicher Anordnung und nur in Zusammenarbeit mit Ärzten. So viel zum Paragraph 2 des MTD-Gesetzes. In diesem Rahmen üben wir unseren Beruf aus. Und ich muss eigentlich den Personen, die das damals vor 30 Jahren sich überlegt haben und Kollegen, die damals daran mitgearbeitet haben, muss man ja auch gratulieren, dass sie das so weit gesehen haben und auch die Technologien wie damals MR war ja noch nicht so fortgeschritten, ja, dass sie auch das in unserem Berufsbild mitgenommen haben. Zusätzlich zu diesem Berufsbild im MTD-Gesetz ist natürlich auch die Fachhochschulausbildungsverordnung ein Weg in unseren Tätigkeiten und in dem, was wir tun dürfen, unterstützt. Und jetzt komme ich wieder zurück auf die Frage zukunftsfit. Ja, natürlich wollen wir zukunftsfit sein und bleiben. Und dazu braucht es natürlich auch eine Überarbeitung des Berufsbildes, ja, in ein modernes Berufsbild. Natürlich schielen wir auch auf die eine oder andere Kompetenzerweiterung, auf die eine oder andere Tätigkeit, die wir eventuell auch anderen Berufsgruppen abnehmen können und damit wir uns weiterentwickeln können.
Du hast jetzt gerade gesagt, dass dieses Kompetenzprofil ja im Prinzip 30 Jahre alt ist. Also ich meine, damals war man schon mehr als visionär, ja, weil wenn wir heute, glaube ich, uns weiter als 5 Jahre in der Entwicklung hinauslehnen oder was da kommen wird, schon daneben liegen. Wann wird jetzt das neue Kompetenzprofil zu erwarten sein? Und das wird ja keine 30 Jahre mehr Gültigkeit haben wahrscheinlich. Ne? Naja, solange es nichts Neues gibt, ist einmal das gültig, was es jetzt gibt. Ja? Und das ist jetzt da eben das Berufsbild im MTD-Gesetz. Also ich habe vorher vom Berufsbild im MTD-Gesetz gesprochen. Möchte aber noch ergänzen, natürlich ein Kompetenzprofil ist auch etwas Wichtiges, was ein Beruf haben sollte. Ein Kompetenzprofil beschreibt bestimmte Rollen und Tätigkeiten, die man in seinem Beruf ausüben kann und welche Kompetenzen es dazu einfach ausüben kann und welche Kompetenzen es dazu einfach braucht. Das ist ein bisschen etwas anderes wie ein Berufsbild, ja, sollte aber natürlich auch zusammenpassen. Um auf die Frage zurückzukommen, wie ist das jetzt dann mit dem Berufsbild? Es wird schon seit einigen Jahren verspricht, die jeweilige Regierung, die es gerade in Österreich gibt, ja, es wird eine Überarbeitung der Berufsbilder geben. Es schaut so aus, dass es wirklich 2022 dazu kommen wird, dass das Berufsbild überarbeitet wird. Und wir als Berufsverband sind eingeladen, mitzuarbeiten. Und wir werden das im Bereich unserer Berufsgruppe natürlich versuchen umzusetzen. Das klingt eigentlich sehr gut, ne? Weil dann sind wir, ich sage immer, zukunftsfit dazu. Das ist ja das, was wir eigentlich brauchen. Ne? Auf alle Fälle. Es ist ja auch so, man möchte der Beruf muss interessant bleiben, damit auch die Berufskollegen im Beruf bleiben. Es gibt Untersuchungen und es gibt Studien, dass das betrifft auch andere Berufe. Wenn es kein Entwicklungspotenzial innerhalb des Berufes gibt, ja, dann verlassen Personen einfach auch wieder diesen Beruf. Und so ist es auch bei Gesundheitsberufen und natürlich auch bei der Radiologietechnologie. Aber durch die Akademisierung ist es natürlich auch einfacher geworden, an das Bachelorstudium auch eine Masterausbildung anzuhängen. Und dann natürlich innerhalb des Berufes Führungsaufgaben, Leitungsaufgaben zu übernehmen oder aber auch vielleicht ein bisschen in einem anderen Kontext im Gesundheitswesen zu arbeiten. Aber natürlich ist es wichtig, dass die Kollegen die Möglichkeit haben, wirklich innerhalb der Radiologietechnologie bei der Versorgung der Patienten, bei der Anwendung von ionisierender Strahlung am Menschen, dass sie hier den Beruf ausüben können und dass es ihnen auch Freude macht und dass sie sich auch herausgefordert fühlen. Und wir sehen ja in Deutschland, dass es einen sehr großen Fachkräftemangel im Bereich der MTAAs gibt. Wie ist denn das aktuell in Österreich? Reichen die Ausbildungsplätze? Die geburtenstarken Jahrgänge beginnen jetzt vermehrt in Pension zu gehen. Sind wir da auch für die Zukunft gerüstet? In den letzten Jahren hat sich schon abgezeichnet, dass die Nachfrage nach Radiologietechnologen und Radiologietechnologinnen das Angebot übersteigt. Natürlich, jetzt hat natürlich auch Corona das Brennglas da drauf gelegt, wie bei so vielen anderen Gesundheitsberufen. Und
Zweitens gibt es auch erst jetzt seit ein paar Jahren wirklich valide Zahlen dazu, wie viele Personen überhaupt berufsberechtigt in der Radiologie-Technologie sind. Seit 2018 gibt es das Gesundheitsberuferegister in Österreich. Und mit Stand Jänner 2020 waren 5091 Personen zur Ausübung unseres Berufes berechtigt. Es hat dann, nachdem diese Bestandsregistrierung stattgefunden hat, hat die Arbeiterkammer in Österreich eine Studie durchgeführt, eine sogenannte Personalbedarfsstudie. Die ist auch öffentlich zugänglich, das kann man auch nachlesen. Und die sagt, dass wir bis 2030 werden wir ungefähr 800 Radiologietechnologen zu wenig in Österreich haben. Das hängt dazu, es müssen deswegen die nächsten Jahre Anstrengungen unternommen werden, dass die Bundesländer einfach mehr Ausbildungsplätze finanzieren, um diesen Personalbedarf auch auffangen zu können. Gut, Sabine, ich bedanke mich recht herzlich, dass du Zeit genommen hast für dieses Interview. Ich bedanke mich auch, danke für die Einladung und weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast. Danke, Sabine. Sie hören die Faszination der Radiologie. Aktuelle Themen und Personen vorgestellt von Dorina Petersen und Stefan Geiswichler. Als nächstes möchten wir mit Dr. Helmut Ritschl sprechen. Er ist Vorsitzender des Departments Gesundheitsstudien, Institutleiter Radiologietechnologie an der Fachhochschule Johanneum in Graz. Helmut, recht herzlichen Dank, dass du heute Zeit für uns gefunden hast. Wir wollen ja das Thema Ausbildung in Österreich vertiefen. Deswegen meine Frage an dich als Studiengangsleiter vom Johanneum in Graz, der Fachhochschule für die Radiologietechnologen. Wie schaut denn jetzt aktuell die Ausbildung der Studenten aus? Wie läuft das ab? Ist das nur ein Vorlesungsteil? Gibt es einen Praktikumsteil? Kannst du uns da mal den Alltag der Studenten vielleicht ein bisschen näher bringen? Also grundsätzlich ist das Studium verortet, also auch gesetzlich geregelt in der Fachhochschul MTD AV. Das heißt, hier sind quasi ganz klare Vorgaben für die Kompetenzen, die erworben werden müssen. Es ist ein Bachelorstudium, das dauert 3 Jahre. Zugangsvoraussetzung ist Matura/Abitur/Studienberechtigungsprüfung. Also es gibt da unterschiedliche Formen, quasi um da die Studienberechtigung zu erhalten. Und man muss ein Aufnahmeverfahren durchlaufen, wo man auch wirklich, wie soll man sagen, auch darlegen soll oder kann, in dem, warum man das machen möchte und welche Vorerfahrungen man hat, etc. Und wenn das dann klappt, quasi mit der Aufnahme, dann ist es so, dass es 3 Jahre ordentliches Programm gibt. Wie du schon angesprochen hast, Vorlesungen, Übungen, Berufspflichtpraktika, die auch eben entsprechend vorgegeben sind vom Gesetzgeber. Und wir starten im ersten Ausbildungsjahr mit Grundlagen wie Anatomie, Physiologie, auch quasi so Themen wie Advanced Life Support, weil man ja natürlich auch in Situationen kommt, wo es durchaus mal erforderlich sein wird, hier entsprechende lebensrettende Sofortmaßnahmen durchzuführen, aber auch so Grundlagen aus der Biologie, aus der Physik, aus der Strahlenbiologie, Entschuldigung, nicht Biologie allgemein, sondern Strahlenbiologie, angewandte Mathematik, soll aber niemanden abschrecken. Da geht es wirklich darum, hier die einfachen Themen wie Zerfallsgesetz oder ein bisschen so Vektorrechnen oder solche Sachen, aber nichts, irgendwas Dramatisches, also das hat man in der Regel schon gehört. Beziehungsweise haben wir einen extra coolen Vortragenden von der TU Graz, der
Er schaut ein bisschen aus wie der Hagrid, aber also ist unheimlich liebenswert und didaktischer Meister quasi seines Fachs. Also angewandte Mathematik, medizinisches Englisch, Grundlagen ist so das erste Semester. Zweites Semester dominiert dann schon quasi fürs erste Themenbereich, nämlich die konventionelle Radiologie. Also hier spricht man schon über die klassische Einstelltechnik, über Mammographie, Röntgendurchleuchtungen im Operationssaal. Das ist quasi so der erste Highlight. Und dementsprechend gibt es dann auch Berufspflichtpraktika, die dann immer quasi direkt an diesen theoretischen Teilen angehängt sind. Und dann ein letzter Teil quasi vom allgemeinen Bereich ist noch die Pathologie. Da teilt sich bei uns in allgemeine und spezielle Pathologie und auch pharmazeutische Grundlagen. Was auch im zweiten Semester auch stattfindet, ist das Thema Informatik, Bildverarbeitung, Systemadministration, Datenstrukturen. Soll aber auch niemanden abschrecken. Ich muss das immer wieder dazu sagen, weil das ja oft so ein bisschen die Leute ein bisschen irritiert. Unser Fokus ist Passion, für die Patientinnen und Patienten da zu sein und Technik mit Mensch gut zu verknüpfen. Und natürlich muss ich dann auch wissen, halt, wie diese Kisten alle ausgestattet sind, was die können deswegen auch solche Fächer, die aber auch immer sehr praxisorientiert sind. Das heißt, man tut jetzt da nicht irgendwelche TCP/IP-Protokolle oder sowas lernen, sondern wirklich so, wie baue ich ein Netzwerk für ein Krankenhaus oder sowas. Und dann steckt man wirklich so Computer zusammen. Das zweite Semester abgeschlossen. Drittes Semester ist dominant bei uns im Bereich Computertomographie und Nuklearmedizin. Das sind auch wichtige Handlungsfelder. Computertomographie ist sicherlich sehr bekannt bei der Nuklearmedizin. Da tue ich mal ein bisschen was dazu erklären bei den Bewerberinnen und Bewerbern, weil es der Fachbereich ist, wo ich auch herkomme, wo ich vielleicht noch ein bisschen Ahnung habe und wo es eigentlich darum geht, radioaktive Substanzen in den Körper einzubringen, diese Substanzen im Körper mitzuverfolgen und sich dann wirklich auch anzuschauen, wie sie sich im Körper verteilen, wie sie sich anreichern, wie sie ausgeschieden werden. Und hier gibt es da ganz spannende, unterschiedliche Untersuchungen vom Gehirn angefangen, Herz, Knochenstruktur, Leber etc. Also ein sehr, sehr spannender Bereich und also wirklich etwas, was den Studierenden auch sehr, sehr taugt. Wir haben natürlich auch so Randfächer wie Rechtsthemen, Gesundheitsökonomie, Projektmanagement, Qualitätsmanagement. Solche Themen gehören natürlich auch zu jedem guten Studium dazu. Im vierten Semester haben wir dann die Schwerpunkte im Bereich MRT und Strahlentherapie. Und wir bereiten im vierten Semester die Leute schon ein bisschen vor Richtung Bachelorarbeit. Also hier gibt es schon ein bisschen wissenschaftliches Arbeiten. Aber vielleicht nochmal kurz zum Thema MRT und Strahlentherapie. Wir haben da immer so Verfahren, also so RT-Prozesse, die wir präsentieren, wo wir das lehren. Wir haben speziell in der Strahlentherapie auch onkologische Therapiekonzepte, die gelehrt werden. Wir haben medizinische Fallanalysen, die betrachtet und diskutiert werden. Und wir schauen natürlich auch quasi die Gerätetechnik an. Und letztendlich mündet das dann immer so wie in jedem Modul in einem Berufspraktikum. Damit wäre das vierte Semester ganz gut schon über die Runden und man startet dann ins fünfte, sechste Semester. Ich persönlich meine, das fünfte, sechste Semester ist ein bisschen angenehmer. Da ist nicht mehr ganz so viel hoher Workload. Das ist dann schon etwas, wo man ein bisschen sich dann quasi auf die Bachelorarbeiten konzentriert und auch schon ein bisschen den Kopf zerbricht, wo man ein bisschen später arbeiten möchte. Fünfte Semester dominant die Angiografie, konventionell, aber auch die interventionelle Angiografie. Dann haben wir den großen Themenblock Ultraschall mit den Messverfahren und medizinischen Fallanalysen. Großes Thema in den allgemeinen Blöcken wäre die Ethik, ethische Grundlagen. Man muss sich das so vorstellen, dass wir halt wirklich in Bereichen arbeiten, wo Patientinnen und Patienten wirklich schwer krank sind. Und hier ist es so, dass wir uns wirklich sehr mit den ethischen, sozialethischen Komponenten auseinandersetzen und die Studierenden wirklich gut vorbereiten wollen auf das Berufsleben. Dann geht's los mit der ersten Bachelorarbeit. Bachelorarbeiten sind grundsätzlich vorwissenschaftliche Arbeiten.
Wir haben hier zwei, manche Fachhochschulen haben zwei Bachelorarbeiten, manche haben eine. Also wir haben zwei, Teil 1 und Teil 2, wobei die auch durchaus zusammenhängen können. Und hier versucht man seine ersten Gehversuche im Bereich der Wissenschaft. Weil du vorher kurz ein bisschen angedeutet hast, also Wissenschaft ist natürlich auch ein großes Steckenpferd hier an den Fachhochschulen, nämlich die sogenannte angewandte Wissenschaft. Das heißt, wir sind sehr getriggert darüber oder mit angewandten Forschungsthemen. Wir versuchen uns da inhaltlich weiterzuentwickeln. Und solche Themen werden aber natürlich mit Kooperationspartnern vorangetrieben. Also die Leute schreiben meistens Bachelorarbeiten bei uns speziell in Graz, gemeinsam an der MedUni Graz. Und dementsprechend sind die auch in Forschungsprojekten eingebunden. Und das taugt ihnen recht, wenn sie eingebunden sind in ein Thema und was schreiben, was die anderen Leute wirklich tatsächlich lesen und es interessiert. Also es ist nicht nur so, dass die Arbeit schreiben, damit sie eine Arbeit geschrieben haben und dann wird es verstaubt, sondern das geht dann weiter. Und im sechsten Semester kommt eben die zweite Bachelorarbeit und dann die zweite Bachelorarbeit und dann ist es so, dass wir so den letzten Schliff quasi dann noch machen. Das heißt, wir setzen uns noch einmal auseinander mit den Themenblöcken aus der Nuklearmedizin, aus der Strahlentherapie und der Röntgendiagnostik. Das heißt bei uns synoptische Befundbesprechungen in ausgewählten Bereichen der Radiologie, der Nuklearmedizin oder der Radioonkologie. Und dort wird man nochmal quasi konfrontiert mit den Bedürfnissen auch von anderen Stakeholdern. Also zum Beispiel in der Radiologie haben wir nicht nur die Radiologen quasi, die wir mit Bildgebung unterstützen, sondern eben auch Internisten, Kardiologen, Unfallchirurgen, Orthopäden etc. Und da versucht man hier nochmal so ein Gesamtbild zu machen. Und was wir auch machen, ist, dass wir nochmal neue Technologien, neue technische Entwicklungen in der Gesundheit. Und was wir auch noch machen, ist, dass wir Wahlfächer anbieten, die dann quasi letztendlich dann für den Job relevant sind, wie zum Beispiel MR-Sicherheitsbeauftragter, Datenschutzbeauftragter oder manche gehen zum Beispiel im Medizinproduktebereich, dann können sie quasi den Grundkurs für Medizinprodukteberatung bei uns besuchen. Und so hoffe ich halt, dass das eine runde Sache ist und die Studierenden hier quasi wirklich gut dem Berufsbild entsprechend quasi ausgebildet werden. Und du hast auch vorher angesprochen, die Praktika. Also es ist so, dass du quasi eigentlich vorgegeben hast, dass du mindestens 25% der Ausbildung im Praktika bist. Bei uns sind die im Raum Graz, aber auch quasi in peripheren kleineren Spitälern. Da lernt man auch wirklich sehr, sehr viel. Das wird auch bei uns sehr geschätzt. Und wir haben hier Berufspraktika in der Radiologie-Technologie, also Röntgendiagnostik, Computertomographie, habe ich schon gesagt, Nuklearmedizin, MR, Radioonkologie, aber dann auch sogenannte, wir nennen das kumulative Berufspraktika, wo die Leute dann entsprechend überall eingesetzt werden können und anhand dessen, wo sie sagen, okay, da bräuchte ich noch ein paar Fallbeispiele oder so, dass sie dann dort quasi in diese Bereiche auch hingehen können. Aber das wäre so im Großen und Ganzen das Studium. Und ich weiß nicht, ob es gleich so, also ich habe ja noch ein paar. Wo geht die Reise hin? Ich meine, es hat sich ja, meine Ausbildung hat ja in den 80er Jahren stattgefunden. Mhm. Ich komme sowieso wie der Dinosaurier vor. Ja. Ausbildungstechnisch hat sich ja da gewaltig viel getan. Natürlich auch die Zeit hat sehr viel verändert. Ja. Also es sind ja Dinge heute, Stand der Dinge, die es zu meiner Ausbildungszeit noch gar nicht einmal gab. Mhm. Wo geht die Reise hin? Wie siehst du die Veränderung, nämlich, dass sie die Ausbildung berührt? Also man kann ja kaum sagen, quasi so in die Zukunft schauen, das ist immer so eine Zukunftsforschung ist immer ein heikles Thema, aber aus meiner Sicht halt, und das ist halt eben nur meine Sicht, ist es so, dass es positive und herausfordernde Entwicklungen gibt. Positiv zum Beispiel ist die Durchgängigkeit, dass wir immer mehr Masterausbildungen zugänglich haben und auch Richtung Doktorat die Leute schicken können. Das hat sich aus meiner Sicht wirklich fundamental geändert. Das ist auch der große Vorteil, glaube ich, im Fachhochschulwesen, dann diese akademische Durchgängigkeit. Von der Technologiegetriebenheit sind wir natürlich schwerstens betroffen. Ich glaube, es gibt eben keinen Gesundheitsberuf, der so technisch durchdekliniert ist wie wir.
Und da ist aber so, ich finde, dass das Schöne bei unserem Beruf ist, dass wir eigentlich sehr oft und schon sehr lange bewiesen haben, dass wir auf solche jetzt zum Beispiel digitale Transformationen extrem gut reagiert haben, rasch reagiert haben und hier auch unsere Handlungsfelder nicht nur behauptet haben, sondern ich würde mal sagen, auch ein Stück weit erweitert haben. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung für viele von uns, dass man natürlich, so wie du es richtig angesprochen hast, man hat das Gefühl, es geht ja mir nicht anders, ich habe 99 bin ich fertig geworden, aber da ist auch so, dass sich natürlich vieles verändert hat. Wir in der Ausbildung versuchen natürlich dem gerecht zu werden. Das ist, glaube ich, bei uns halt speziell die Herausforderung. Das heißt, wenn wir so über digitale Transformation reden, müssen wir uns natürlich auch selber weiterbilden. Und hier sind so Artificial Intelligence oder irgendwelchen 3D-Druckthemen oder sowas, die neu am Markt sind und wo es natürlich auch Techniker gibt, die sich da auch für das interessieren würden. Und wir versuchen halt quasi auch Handlungsbereiche zu identifizieren und die Leute eben entsprechend auch so auszubilden, offen auszubilden, dass sie sich auch von sich aus gerne weiterentwickeln und sich auch quasi dieser Herausforderung stellen. Schon so ein Klientel ist, die da sehr mutig agieren. Ich glaube sogar anders in anderen Berufsgruppen, weil wir halt eigentlich über das sehr getriggert sind. Es gibt also jedes Mal, wenn man auf dem ECR fährt, nach Wien fährt, Erstaunliches. Wir wollen halt versuchen, eben dem Berufsbild gerecht zu werden und auf der anderen Seite aber auch zukünftige Entwicklungen versuchen abzuschätzen, einfach weil wir die Verantwortung sehen, dass wir die Leute natürlich nicht irgendwie ausbilden wollen, sondern am neuesten Stand der Technik. Das ist die große Herausforderung. Und 3 Jahre ist schon eine ordentliche Herausforderung für die Studierenden. Also die müssen schon ordentlich Gas geben. Das ist wahrlich kein Spaziergang. Und ich habe da einen großen Respekt vor unseren Studierenden. Wenn man sich einen Tagesablauf anschaut von so einem jungen Menschen, die haben bei uns also in Graz, fangen die an um 7 Uhr am Universitätsklinikum, also wenn sie Halbtagspraktikum haben, aber auch beim Ganztagspraktikum, aber um 7 Uhr müssen die schon dort umgezogen sein, dann hat der bis Mittag quasi Praktikum. Meistens tun sie dann Mittagessen im Zug oder in der Straßenbahn, fahren dann quasi an die FH und haben dann am Nachmittag den Unterricht bis um 17 Uhr. Und dann kommen sie nach Hause und dann fängt es erst an mit dem Lernen. Und das ist also wirklich durchgetaktet, ordentlich. Aber das Positive daran, erstens mal, man kann natürlich viel mitnehmen und wird wirklich sehr solide ausgebildet für die grundlegenden Aufgabenstellungen, aber dann auch vorbereitet für vertiefende Aufgabenstellungen. Auf der anderen Seite zahlt sich aber auch aus meiner Sicht halt extrem aus. Nicht, weil ich jetzt so die, klarerweise, ich bin natürlich Radiologietechnologe und an der FH tätig, aber es ist halt so, das wird man sich in den Statistiken natürlich anschauen können. Der Bedarf an Gesundheitspersonal ist enorm. Und bei uns ist so, dass wir wirklich die Absolventinnen, wenn ich das so sagen darf, auch hier in diesem Forum, gingen weg wie die warmen Semmeln. Das heißt, wenn wir im letzten Semester sind, so ab Februar, ist wirklich so, dass sich die Leute bewerben und im Regelfall, wenn sie das wollen, sind sie schon vor der Bachelorprüfung quasi, haben sie schon ein Dienstverhältnis und zwar nicht irgendein, sondern meistens eben wirklich sehr, sehr gute Jobangebote. Also das ist wirklich ein Privileg bei uns. Das kenne ich auch in anderen Fachbereichen nicht so. Da hilft es durchaus mal links und rechts zu schauen, damit man sieht, so schlecht geht es uns nicht. Von den Möglichkeiten her ist es so, dass angefangen vom extramuralen Bereich bis hin zu den intramuralen Krankenhäusern, Radiologie, Neuroradiologie, es gibt da neue Fachbereiche, es gibt dann die Kartangiographie. Ich kenne Leute, die arbeiten in der Neurologie für einen interkranialen Schall. Das ist also wirklich ein sehr breites Spektrum. Man kann in die Lehre gehen, aber auch in die Industrie. Ich kenne auch einen Lieben, der hat sich selbstständig gemacht. Und der, also da ist es so, ich glaube, dass sich das in der Zukunft quasi sehr, sehr wandeln wird. Man das offen denken darf und muss. Und nichtsdestotrotz wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt sind, weil wir eben hier
ja, über die Jahre hinweg doch die Erfahrungen gemacht haben und dass wir uns dann schnell auf neue Technologien und neue Anforderungen einstellen können. Das ist ein Job mit Zukunft, würde ich sagen. Naja, ich sage ja immer, in der Medizin wird es immer weitergehen. Ja? Also Kranke werden wir immer haben und die Entwicklung wird immer weitergehen. Aber ich meine, du hast vollkommen recht, gerade in der Radiologie-Technologie haben wir ja, ich sage immer, wir sitzen fast schon am Raumschiff, ne, mit Geschwindigkeit, was alles dazukommt und die Entwicklungen und gerade CT, MR und so weiter, was sich da nämlich immer in kurzen Abständen tut. Ja, das ist ja ganz Ding. Ja, Helmut, ich bedanke mich recht, recht herzlich. Du hast, glaube ich, einen sehr guten Einblick gebracht, nämlich auch für Zuhörer, die jetzt nicht unbedingt so in der Materie drinnen sind. Ich bin ja immer in der Hoffnung, dass die Zuhörer oder dass wir Zuhörer erreichen, die vielleicht mal einfach wissen wollen, was wir so tun und machen und denen dann ein besseres Bild geben können und vielleicht auch den einen oder anderen motivieren können, dass er diesen Beruf aufgreift. Ne? Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Also immer wieder gerne und ich hoffe halt auch wirklich sehr, so ich vielleicht noch ein kurzer Satz ist das, dass die Schönheit des Berufs ist aus meiner Sicht diese Aufgabenstellung am Menschen. Ich sage es mal so, bei der Technologie, das kann man lernen, aber dieser Umgang, die Liebe zum Patienten, da muss man das schon ein bisschen ein Stück weit mitbringen und wie gesagt, wenn man einen zukunftssicheren Beruf haben möchte, wo man auch diese Komponenten hat, des menschlichen Umgangs, des menschlichen Unterstützens, dann glaube ich, sind wir da auf der richtigen Fährte. Herr Dorina, also jetzt haben wir ja wirklich, glaube ich, sehr viel Information und sehr tiefgehende Information bekommen, wie die Ausbildung bei uns in Österreich abläuft. Ich finde eine sehr spannende Sache nach wie vor, vor allem man hat ja durch die Möglichkeit der Fachhochschulen und der herausführend ja, und dem PhD ja doch sehr viele Möglichkeiten, sich in seinem Beruf weiterzubilden und weiter Karriere zu machen. Ich glaube, behaupten zu können, dass wir da etwas besser aufgestellt sind als in Deutschland. Ist jetzt ja, also, böse oder wahr? Ja, nein. Man erkennt Parallelen und doch ist vieles unterschiedlich. Und gleichzeitig, ja, vielen Dank an die Interviewpartner. Es war sehr, sehr interessant. Ein tatsächlich in die österreichische Ausbildung. Und an der einen oder anderen Stelle muss ich sagen, bin ich als MTAA, auch wenn ich unsere Ausbildung sehr schätze, neidisch, was man in Österreich alles machen kann, wozu man prädestiniert ist, als MTAA dort zu arbeiten. Man hat eine in gewissermaßen andere Anerkennung als in Deutschland. Das finde ich ganz faszinierend und sehr interessant. Und da einen Einblick zu gewinnen, da bin ich sehr dankbar für. Ja, dann sind wir schon gespannt auf den nächsten Teil. Der zweite Teil wird sich dann mit der Ausbildung in Deutschland beschäftigen. Es wird eine Schülerin, eine Studentin darüber sprechen, wie sie den Berufsalltag sieht und auch mit einer Studiengangsleiterin aus einem MTA-Schule werden wir ein intensives Gespräch führen und Schule werden wir ein intensives Gespräch führen und dann sieht man, glaube ich, auch die Unterschiede. Aber alles in allem muss ich ja sagen, ich meine, wir sind trotzdem eine Berufsgruppe und ja, ich glaube, an der Ausbildung soll es ja nicht scheitern. Das Ziel, dass wir in dem Beruf mit Mensch und Technik arbeiten können, ist ja, glaube ich, ein sehr schönes. Genau so sieht's aus. Ich freue mich auf die Interviews mit unseren deutschen Gesprächspartnern und einen Überblick zu bekommen in die deutsche Ausbildung für die, die jetzt quasi anfangen oder sie vor langer Zeit beendet haben. Was verändert sich oder was ist noch im Kommen? Was ändert sich in Zukunft? Ich freue mich und kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Vielen Dank. Wie immer
möchten wir uns am Ende des Podcasts bei unseren Gesprächspartnern bedanken. Das waren die Frau Dr. Michaela Knabel, Frau Sabine Weißensteiner und Dr. Helmut Ritschl. Weitere Informationen über diesen Podcast gibt es unter www.stefan-geisbichler.at. Ja, vielen Dank für Ihr Zuhören. Und wie gesagt, der nächste Teil beschäftigt sich dann mit der Ausbildung in Deutschland. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns auch dann wieder Ihr Ohr leihen. Sie hörten den Podcast Die Faszination der Radiologie von Dorina Petersen und Stefan Geisbichler.